So, dann heiße ich Sie alle herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Freitag beim VfL Bochum. Ich begrüße unseren Sportdirektor Markus Schupp, unseren Cheftrainer Kostas Roniatis und unseren Abwehrspieler Michael Schulze. Wie üblich gibt es vorab erstmal ein paar Zahlen zum Spiel am Freitag in Bochum. Begleiten uns Stand jetzt 1700 FCK-Fans. Für das darauffolgende Spiel in Darmstadt sind, wie bereits angekündigt, alle Gästetickets vergriffen. Rund 2200 Karten haben wir bekommen und verkauft. Dann folgt das Heimspiel gegen die Kiezkicker vom FC St. Pauli. Da konnten wir Stand jetzt bereits 31.000 Tickets verkaufen, rechnen also mit einem relativ hohen Zuschaueraufkommen. Aber noch gibt es jede Menge Tickets, also kann man da noch zuschlagen. Schiedsrichter für die Begegnung am Freitag ist noch nicht bekannt gegeben worden. Auch hier, Sie kennen das, finden Sie die Informationen auf unseren Online-Medien. Dann kommen wir jetzt zum kommenden Spiel und zum Sportlichen. Markus, blicken wir erst noch mal ganz kurz zurück. Ein sehr intensives Spiel am Montag liegt hinter uns. Was kann man aus dieser Begegnung gegen Leipzig im Hinblick auf die anstehenden letzten 5 Spiele mitnehmen? Ich glaube, ganz, ganz viel. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Zweitligaspiel gesehen mit einem unglaublichen hohen Tempo, mit intensiven Zweikämpfen, mit ganz, ganz, ganz viel Leidenschaft. Wie gesagt, ich nehme beide Mannschaften da auch, aber in erster Linie gucken wir natürlich auf uns. Ja, es war so ein Paradebeispiel, wie wir imstande sind, Fußball zu spielen. Und können für die nächsten Spiele daraus ganz, ganz viel Positives mitnehmen. Ja, ganz sicher. Wie die Jungs sich hier in den Heimspielen verkaufen, ist unglaublich toll. Ja, und dementsprechend war ich so ein bisschen überrascht auch, dass so ein paar Pfiffe sich so während des Spiels auch mal aufkamen. Gerade bei Marius Müller, der als junger Spieler auch noch zählt, der sein erstes Spiel gemacht hat, jetzt nach langer Zeit wieder, nach verletzungsbedingt ist Tobi Sippel ausgefallen. Ich glaube, da gehört ein bisschen Feingefühl nochmal dazu, das würde ich so ein bisschen an unsere Fans auch richten, so einen Spieler dann insgesamt, dann die Mannschaft auch zu unterstützen und in diesen Phasen dann den Spieler nicht zu verunsichern durch Pfiffe. Wie gesagt, es ist ein ganz junger Spieler auch, der eine große Zukunft vor sich haben kann. Und insgesamt wird das dann ja so ein bisschen auf das ganze Spiel oder wirkt sich das auf das Spiel dann, könnte sich das auf das Spiel auswirken. Und das, glaube ich, muss nicht sein. In dieser Phase, wo wir uns befinden, 5 Spieltage vor Schluss, wir stehen auf dem zweiten Tabellenplatz, haben wir eine unglaublich gute Ausgangsbasis für das ganz große Ziel. Und dementsprechend sollten wir alle ganz, ganz positiv auch damit umgehen und unsere Mannschaft in jedem Moment mit dieser Hingabe, mit dieser Leidenschaft, wie sie spielen, auch von außen mit allem, was wir haben, sie unterstützen für die nächsten Spiele. Und ja, dieses Gesicht, was wir hier zu Hause zeigen, das wollen wir auch in Bochum zeigen. Danke, Markus. Costa, im Spiel gegen Leipzig hatte deine Mannschaft über 90 Minuten mit sehr, sehr viel Leidenschaft gefightet. Jetzt ist eine ganz, ganz kurze Pause. Bekommt ihr diese Power, die ihr hattet, auch am Freitag gegen Bochum wieder auf dem Platz? Es war ein tolles Spiel, ein tolles Erlebnis hier auf dem Betzenberg. Wie Markus das schon gesagt hat, beide Mannschaften haben unheimlich viel gepowert und nach vorne gespielt. Es war für mich die beste Mannschaft in diesem Jahr, gegen die wir gespielt haben. Wir haben uns gewehrt, wir haben Rückstand aufgeholt. Wir hatten in der Schlussphase die deutlich besseren Torchancen und leider etwas auch Pech dazu gehabt, sodass wir mit einem Punkt natürlich leben können, aber sicherlich nicht ganz zufrieden waren. Was man auch auf jeden Fall erwähnen muss, dass die Schiedsrichter einen tollen Job gemacht haben an dem Abend. Das Spiel war hart, aber fair und sie hatten sehr viel Feingefühl bewiesen, ein sehr gutes Auge gezeigt und ich hatte in keiner Phase dieses Spiels das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Unruhe kommen wird. Also die Schiris haben wirklich einen tollen Job gemacht und haben entsprechend auch
dieses Spiel so unterstützt, dass es auch zu diesem Spiel so gekommen ist, wie es war. Wir werden die Power haben, da bin ich mir sicher, weil wir nicht viel Zeit haben, um uns großartig Gedanken zu machen. Wir wissen, was auf uns zukommt, nämlich ein Gegner, der die letzten drei Spiele verloren hat, der sicherlich auf Wiedergutmachung aus ist. Eine Mannschaft, die Fußball spielen kann, eine Mannschaft, die fighten kann, eine Mannschaft, die hier auch auf dem Betzenberg, und das will schon was heißen, einen Punkt geholt hat in der Vorrunde. Wir sind also entsprechend gewarnt. Wir wissen aber auch, dass wir nur so bestehen können, wie wir uns hier zu Hause präsentiert haben. Und das werden wir versuchen von Beginn an. Danke, Costa. Schulle, du, wir haben es gerade gehört, Mannschaft hat gefightet, du allen voran, sehr intensiv. Jetzt ist eine sehr kurze Regenerationsphase. Was ist jetzt für euch als Mannschaft wichtig? Wie nutzt ihr diese wenigen Tage und auch du persönlich, um wieder voll fit zu werden? Ja, ziemlich kurz und knapp ausgedrückt, einfach nur viel schlafen, viel essen und ja, Behandlung bei unseren Physiotherapeuten, ein bisschen Sauna. Nicht zu vergessen, viel trinken und ein bisschen Kopf ausschalten. Jetzt gerade in den ersten zwei Tagen nach dem Spiel ist, glaube ich, ganz wichtig. Morgen werden wir den Fokus wieder hochfahren und ja, denke ich, werden wir fit sein gegen Bochum.